Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Warframe zusammen mit Markus und Futur. Hallo. Wie ihr schon sehen könnt, hier rennt so ein Agent hier rum. Ich versuche ihn gerade ins Bild zu kriegen, damit der Name mal dasteht. Aber hier so ein Brian Sequent Agent. Brian Sequent sind, wie gerade in der letzten Folge erwähnt, die Verbündeten von New Loka, also unserem... Hast du schon das Logo von New Loka gezeigt? Ja, das habe ich hier vorne drauf. Das ist das New Loka Wiederbelebungsding und der Markus hat hier das New Loka Standardzeichen vorne drauf. Yep. Sieht man hier wunderbar bei mir hier eben das Wiederbelebung, weil ich schon einen Rang hochgegangen bin und mir dann ein Zeichen aussuchen konnte. Da fand ich die Wiederbelebung ziemlich cool aus. Diesmal haben wir die Aufgabe zu sabotieren. Achtung, da vorne ist ein Grenzland-Typi. Oh, wir alle. Ja, weil der einfach zu viel aushält. Ich habe ihn getötet. Ja, nachdem wir zwei Schilds ihn davor auch getroffen haben, hätte ich ihn auch getötet. Oh. Die scheiß Hunde. Ja, ja, ich brauch drei Stück, ich brauch drei Stück. Ja, dann mach diesen scheiß Schwert. Ich muss drei Kills innerhalb von drei Sekunden oder so machen. 10 Sekunden. Also. Auf jeden Fall rennen die Agenten scheinbar dem Markus hinterher. So wie ich das jetzt sehe. Ja. Die Agenten decken den Markus und erst wenn wir angegriffen werden, greifen die Agenten auch mit an. Das heißt, solange wir Stealth sind, bleiben die auch zurückhalten. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen auf die Karte achten, weil wir wollen ja alle Gänge abchecken, ne? Damit wir die drei Korpuslager finden. Ein Kill bräuchte ich noch. Das machst du später irgendwo eh mit einem Blitzfutur. Ach so, stimmt auch wieder. Komm, da muss einmal eine Armee kommen, du hast einen Blitz raus und das war's. Was müssen wir jetzt hier suchen eigentlich? Ich höre eins, ich höre eins. Grenierlager. Ich höre eins, aber wo ist es? Ich glaube hier oben. Oder? Wo ist es? Ich habe eins, ich hab's hier oben. Was ist das? Lass mich mal gucken, was das ist. Das Ding hier, das ist einfach so ein Schrank, der leuchtet weiß und macht Geräusche. Und was kriegen wir dafür? Hast du doch gerade gesehen, einen unidentifizierten Gegenstand. Wenn wir die Mission abschließen, kriegen wir drei besondere Gegenstände. Ja, Blaupausen können drin sein, es können auch so 1000 Rubedo drin sein oder... Ah, coole also Sache. So Rohstoffe, Credits habe ich einmal 10.000 in so einem Ding gefunden. Ja, da kann alles möglich drin sein. Darum müssen wir immer wieder auf die Karte gucken eben. Und da schauen, dass wir alle Wege abchecken. Markus, warte mal. Oh, kurz hier sind viele Hunde. Ja, warte mal noch kurz weitergehen. Es könnte nämlich sein, dass hier drüben noch ein Weg weitergeht. Nope, das ist eine Sackgasse. Dein Weg scheint der einzige zu sein aus dem Raum hier. Raus. Ah, ich habe schon da hinten abgesucht. Also, so findet man dann die Blaupausen dann für die... Ja, die kann man auch kaufen und so. Aber... Ah, okay. Aber warum nicht, wenn man es so finden kann? Warte, ja, Foto oder so, oder? Nee. Ja. Der wird schon kommen. Da unten werden jetzt die Hunde, die du dir snacken kannst. Ja. Ja, ich komme. Und oben und überall. Überall. Ja. Aber du brauchst ja nicht Hunde, du brauchst 3 Kills in 10 Sekunden, oder? Es ist egal, erzähl dann auch Hunde. Ja, eben, aber 3 Hunde in 10 Sekunden ist schwieriger wie das andere, aber okay. Oh, ich habe keinen. Die Hunde da drüben. Was? Ich sehe keine Hunde. Bist du dumm? Mignon? Da rennt 5 Hunde oder so. Achso, Dido. Ah ja, komm mal. Komm mal her, Schnuckis. Gut, fertig. 5000 auf den Tab bekommen. Jetzt müssen wir auch den Hundebau zerstören, weil sonst kommen wir immer wieder bin welche. Bin ich schon dabei. Hundebau down und jetzt halt die restlichen Hunde schlachten. Sind alle down. So. Was ist das hier? Die Pyramide? Achso, eine Pyramide. Die hier. Bei mir. Keine Ahnung. Ja, die kann man einsammeln. Quittung, Leiter aufheben. Ich habe eine Quittung gefunden. Mit E? Ja, einfach mit interagieren quasi. Was doch kann immer. Ich aber nicht. Bei mir stand da X zum Aufheben. X halt ist interagieren, Futur. X? Ah, eine Quittung von 3 gefunden. Markus, komm mal hierher, hier ist eine Quittung. Ich habe gerade Probleme hier. Ja, ich gehe jetzt trotzdem einfach runter. Das sind noch mehr Hunde. Ja, hier ist noch ein Bau. Wow! Was war das? Bombardier, was? Alter, was hier weg? Wo denn? Wegpunkt. Wegpunkt. Vitalität 40. Was? Ich hab Vitalität 40 bekommen. Ich habe eine Quittung bekommen. Ich auch. Du hast auch hier, immer hier eine Quittung. Hast du die nicht eingesammelt? Die musst du mit X einsammeln. Die musst du mit X einsammeln. Aufheben, also, richtig. Ja, ich hab auf E. So, stopp, wartet mal, Leute. Hier drüben ist noch ein Weg bei mir.
Dieses rote Leuchten da dann, ne? Die Pyramide. Die Pyramide. Das ist eine Pyramide. Außer du warst schon zu langsam vielleicht. Ich? Ja, du. Okay. Könnte es sein, dass du zu lang gebraucht hast. Liegt aber noch da. Ja, die Pyramide, da musst du genau drauf gucken und mit X sie aufheben. Ich habe hier noch was gefunden, einen Weg. Ist nur ein normaler Loot. Egal, Loot ist Loot. Hast du die Geräusche vorhin gehört, Futur? Wie ich die Kiste geöffnet habe? Dann weißt du, wie es klingt. Weil hier oben ist auch noch irgendwas. Wo bin ich jetzt wieder gelandet, ey? Achso, jetzt bin ich wieder hier oben. Okay, gut. Da will ich aber nicht mehr hin. So, dann lasst uns weitergehen. Jo. Warum habe ich jetzt eigentlich meine Shotgun ausgewählt? Weiß ich nicht. Nein. Dog. Ja, ja. So gegen die Hunde ist der Blitz echt hilfreich. Hier ist ein Gang. Aber nur Standard-Loot. Und eine Pyramide. Hier ist wieder eine. Wo? Ich habe eine Quittung gefunden. Eine von zwei Quittungen gefunden. Stand jetzt wieder bei ich mir. Ich kann nichts aufnehmen. Ja, habe jetzt auch eine von, zwei von drei. Hä? Bei mir stand jetzt eine von zwei. Ich hab zwei von drei. Aber auch schon da, eine von zwei. Okay, muss man jetzt nicht verstehen. Ich hab's eingesammelt, der Rest ist mir egal. Da ist noch ein bisschen Loot. Ein Geld, Robedo. So, das hier ist Geld. Sackgasse, das da ist eine Sackgasse, unten waren nur Sackgassen. Gut, dann geht's hier weiter. Bau ist auch down. You have found the poison. Now sabotage the Rainier injector. Haben wir Gift gefunden? Nein. Wir müssen das Gift da reinmachen. Also. Nein, stopp doch. Die machen das Gift und wir sollen es wieder klar machen. So rum. Alles recht. Okay. Frage ist nur, wohin jetzt? Da nach oben. Alter, gibt's ja. Hä? Bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt total irgendwo anders da. Also ich bin jetzt zurückgepackt. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich auf einmal so zwei Räume weiter hinten wieder war. Ja. Mindestens. So, kippt jetzt die ganzen scheiß Hunde endlich um. Gut, jetzt sind die Runde tot, jetzt kommt ein Bombardier oder was? Ach so, jetzt kommt die nächste Hundeherde. Hat irgendjemand das reingemacht? Dann müssen wir das jetzt verteidigen. Jo, nein. Ah, Futur hat's reingemacht. Okay. Ich hab gedacht, ja, dann verteidigen wir das jetzt mal lieber. Schnell. Ich hab gedacht, man muss. Ja, ist ja easy. Too easy ist das. Ist ja auch weiß, was mein aus der Erde. Das ist, dass wir nach dem komischen Zeug suchen können, wo wir suchen sollen. Ja, wollen. Das machen wir danach noch. Das machen wir erst damit das hier.
Ja, die 40 Sekunden. Was ist ein Grenzlandregulator? Schieß ihn weg. Ist weg. Yes. Ja, ist geil, dass die alle die Treppe hochlaufen. Wir haben es geschafft, jetzt rennen sie weg, die Idioten. Zack, Blitz rein, Grenzlandregulator zerstören. So, stopp. Und jetzt lasst uns absuchen. Ich höre immer so einen Radiosender, so. Ja, das sind diese komischen Grenzland oben, die Dinger, die fliegen. Oh, ich habe hier noch Feinde. Ich habe hier einen Geheimgang gefunden, ich wette, hier drin ist was. Kenne die Lagerkiste. Hast du eine? Ja, aber die ist offen und ist nichts drin. Ja, da hatten wir die wahrscheinlich schon. Oh. Eine hatten wir ja. Kenne die Lager eine. Okay, das hier war scheinbar der Weg, wo wir herkamen. Das heißt, da drüben ist der Fluchtweg. Das heißt, einer von euch hat da drüben einen Gang, der was sein könnte. Hier oben ist noch was. Ich muss nochmal hier hochgucken. Wie komme ich am besten nach oben? Hier all die Klappe. Das ist Grenzlandregulator. Ich habe wieder einen. Da fehlt uns noch einer dann. Hier war einer. Und noch Kölner. Sag ja, wir müssen wirklich jedes Eck absuchen. Der ist so versteckt hier oben. Schaut euch das mal an hier. Einer auf Kölner hat noch mehr von denen. Da hinten in der Tür drinnen. So, und was gibt es hier noch für... Da wo ich bin vielleicht. Wie war das hier noch Loot? Dahin? Ja, Loot ist gut. Wenn du das Geräusch hörst, ist besser. So, da oben ist wieder irgendwas. Ich wette, hier in dem Riesending könnte ruhig auch noch die zweite versteckt sein. Also hier war schon einer mit Loot. Okay, hier ist nichts mehr. Dann da vorne das Eck da gibt's noch. Und ein Lichtzapfen. Hier ist auch nichts mehr. Nee, hier ist still. Bei dir da drüben oben irgendwas? Oder wer ist da oben? Ich bin da oben, ja. Bei mir ist still hier. So. Außer das komische... Okay, hier ist nichts. Hier ist die Flucht. Warte, vielleicht ist dann unten noch was drunter. Unten drunter. Geht's da auch rein, glaube ich? Nee, da ist nur Loot, okay. Dann müssen wir jetzt da oben durch. Aber zwei Lager schon mal gefunden, ist schon mal eine gute Quote. Auch wenn wir das dritte nicht mehr finden. Was ich aber... Ich glaube nicht, dass wir es übersehen haben bisher, um ehrlich zu sein. Es kann ja noch kommen. Also achtet auf Abzweigungen auf der Karte. Also hier oben ist nichts mehr. Oben war nichts. Nicht, dass ich wüsste. Also erst alle Gegner ausräuchern und dann wieder den Raum abchecken. Ja, ich bin noch weit hinter euch, als ich komme. Aber ich muss danach aber auch offline gehen. Ja, ja. Zwei Folgen reichen ja. Dürften mehr sein, aber nicht. Nö, ich mache immer eine Mission, eine Folge. Ah. Alter, also ich bin gleich tot, Mann.
Ach, fickt euch Hunde! Komm schon. Ja, die Hunde sind nervig. Jetzt habe ich schon wieder die Shotgun ausgerüstet. Oh, mein Schild ist down. Bogen? Das ist ein Bogen, Leute. Ja, ich habe meinen verloren. Senkst du? Also, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die Shotgun habe. Gut oder das Verfolger. Lass mal noch nicht hier lang gehen. Aber wer auch immer hier gerade Richtung Ausgang läuft. Achso. Wir müssen ja noch das dritte Lager will ich finden. Ich hör's. Du hast es? Ich hör's. Wo ist das, Mann? Dein ich hör's doch. Saugeil versteckt. Hier unten geht's auch rein. Warte, ich guck mal hier unten. Müsste unten sein, ne? Nein, hier ist nix. Hier ist nur ein grünes. Und ein... Scheiß Viech, dass ich geheadshottet habe. Aber es muss schon irgendwo weiter oben sein, weil hier unten hört man es noch nicht mal. Ja, hier ist es. Ganz oben. Da war es bei mir vorhin auch. Gut, wir haben alle drei. Nice. Nice. Jo, das war eine gute Mission. Das kriegen jetzt alle. Ja, du hast doch gerade unten links gesehen, unidentifizierter Gegenstand. Okay. Den habe ich auch bekommen, obwohl Markus es geöffnet hat. Jetzt können wir fertig machen, oder? Jo. Ja, warum roll ich mich jetzt die ganze Zeit? So, hier, Speedomat, let's go. Töte Gegner, während du rutscht, okay. Rutschen, Blitz auf die Hunde, Blitz auf die Hunde. Rutschen, Blitz auf die Hunde. Rutschen, nein. Kann schon rennen, rutschen, Blitz auf die Hunde. So, jetzt habe ich zwei Kills während des Rutschens. Lass mir mal die Hunde. Ach so. Rutschen, Blitz. Rutschen. Da kannst du noch üben, da sind noch ganz viele Hunde. Ja, ich weiß. Wer auch immer da gerade drauf schießt, hör auf. So, einen Rutschkill brauche ich jetzt noch. Der Hund hier. Ja, hier bei mir sind noch welche. Ich habe auch noch zwei Hunde. Ich versuche es mit der Rutschattacke. Weil ich habe keinen Blitz mehr jetzt. Ich habe drei Stück hier, guck. Da oben ist noch Energie, wenn du brauchst. Ja, Energie wäre einiges leichter als... Da unten ist Energie, hier ist Energie. Jetzt nicht mehr. Ah, ich hab's. Ah ne, die Energie, die ist nicht übergreifend. Das heißt, wenn die bei dir da liegt und du sie einsammelst, habe ich sie immer noch. Aber ich hab's geschafft. Danke. Der Hund da unten hat mir gereicht. Es hat nur ein paar Anläufe gebraucht. Gut, können wir gehen? Ja, ich will nur noch den Lootraum hier machen, weil da ist immer so schön viel Loot drin ist. Den habe ich schon geholt. Aber ich noch nicht. Ja, diesmal war es gar nicht so viel. Ein Neurode und zwei von diesen Ampullen. Ich glaube, die Hunde direkt in ihrem Bau weg. Oh, Nachtkoordinaten. So. Drei Nachtkoordinaten. Let's go! Jawohl! Und da sieht man jetzt hier bei mir gerade eben, dass wir eben hier auf The Pyrn Sequel 1823 Ehrenpunkte bekommen haben und auf New Loka 100 und auf die zwei verfeindeten Parteien natürlich Minuspunkte. Das kann man jetzt hier nochmal ganz in Ruhe zeigen. Hier habe ich gerade auch die Abzeichnung bekommen, dass ich mit dem MK1 endlich Level 20 geworden bin und hier nochmal 1823, 1444 hier auf die beiden Minus bekommen. Das sind unsere Gegner und hier einmal noch der Überblick über die Fraktionen, die es gibt. Kann ich auch nächsten Titel machen. Jo, hier sind wir schon ausgestoßener und bald werden wir halt dann auch so richtig gejagt von denen. Das sind unsere Hassgegner hier. Also wir sind New Loka hauptberuflich und unser Erzfeind ist Steel, nein, Sabian Suda. Warte, jetzt kann ich das sehen, wenn ich hier drauf tick. Hier, unser Erzfeind ist Cebola Suda. Abgelehnt werden wir von Steel Meridan. Und verbündet sind wir halt mit der Parent Sequence. Das war gerade die Mission, die wir gespielt haben. Wir haben gerade die Parent Sequence Mission gespielt. Die sind mit Steel Meridan eben verfeindet.
von den Aribotes of Hexes ablehnend und mit uns verbündet. Darum bin ich eben hier, hier und hier negativ. Hier bin ich auf dem ersten Rang. Hier bin ich auch noch auf dem ersten Rang und bald auf dem zweiten. Und mit denen hier sind wir neutral, weil wir mit denen einfach überhaupt nichts am Hut haben. Damit, Leute, würde ich sagen, war es das dann auch heute mit der Einführung quasi in das Team-Clan-System. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.